Oh, ich habe so Hunger. Ah, was ist denn das? Auf der Festplatte wächst ein Pilz. Den werde ich mir jetzt mal gleich zu Gemüte führen. Der ist zwar giftig, aber ich habe so Hunger. Den werde ich mir jetzt gleich mal in mein süßes Mündchen schieben. Lecker, lecker, lecker. Hören Sie Ah. auf, tun Sie das nicht. Warum? Das ist giftig. Ah, ich habe Hunger. Ich habe Popcorn mitgebracht. Oh, Popcorn. Schauen Sie mal. Ja, dann. Von Heimatgut gibt es jetzt Popcorn. Heimatgut, das hört sich aber. Das sind die, die normal die Kohlchips herstellen und die Wirsing-Chips. Die machen jetzt Ah. scheinbar auch Popcorn. Popcorn mit Zimt. Mit Zimt und süß und salzig, Mit wie. Kokosöl. Ja, da Ballaststoffreich. gibt's noch ganz viele andere Sorten, wie spannend. Und es ist auch noch Bio. Bio. So, da schauen wir mal. Das hier ist süß und salzig. Man kann es kaum lesen, weil diese Verpackung etwas unvorteilhaft ist. Nein, man kann es quasi überhaupt nicht lesen. Naja. Soll ich's vorlesen? Nein, ich denke, wir verzichten einfach darauf, es zu lesen. Es ist süß und salzig und das hier ist mit Zimt. Das kann man schon wieder besser lesen. Mit Zimt und Zucker. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie das schmeckt. Da schauen wir jetzt mal rein, wie das schmeckt. Die Jawohl. Tüte hat nur 135 Kalorien. Und wie viele Grammchen sind denn da drin? Es sind 30 Gramm Popcorn. 30. Ja, dann ist es auch doch ganz schön fettig. Oh Mann, man kann Bei, überhaupt nichts lesen. das wären ja bei 100 Gramm nahezu 420 Kilokalorien. Da steht es ja 450 pro 100 Gramm. Ja. Das ist dann natürlich schon wieder recht viel. 28 Gramm Zucker. Ach du liebe Zeit. Liebigzeit. Das ist heftig. Die sind ja kandiert. Das ist ja verrückt. So was habe ich ja noch nie gesehen bei Popcorn. Selbst bei dem auch, obwohl das ja nur süß und salzig ist. Das ist ja verrückt. Das ist mehr als verrückt. Wie kommt das denn zustande? 28% Rohrzucker. Das ist ja was. Boah. Zimt ist ja nicht viel drin, wa? Ne? Aber groß wollen wir draufschreiben. Tja. Steht ja nicht mal Zimt und Zucker, steht ja nur Zimt. Zimt, nur Zimt. Ja. Naja. Gut. Handgemacht. Das heißt, die haben jeden einzelnen Popcorn aufgeblasen, oder Ja, wie? da weiß ich nicht. Wo steht denn das mit Handgemacht? Ach, da. Aha. Natürlich handgemacht. Naja, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. So, welches machen wir auf? Ja, beides. Jetzt fangen wir mal mit dem Zimt an. So, dann erstmal die Nase rein. Riecht schon heftig nach Zimt. Ja, das riecht. Und sieht auch nach Zimt aus. Ja. Riecht so nach gebrannte Mandeln. Manche mit, manche ohne Zimt. Ja, manche mehr, manche weniger. Das schmeckt Aber nach. der Zucker ist ganz schön heftig. Schmeckt schon so ein bisschen nach gebrannte Mandel. Weihnachten. Ja. Ja, man kann es essen. Aber
Nichts für die schlanke Linie. Und deswegen, man tut sich was Gutes damit. Bei dem Zuckergehalt. Auch wenn es Rohrzucker ist. Zucker bleibt Zucker. Das könnte ruhig noch etwas intensiver nach Zimt schmecken. Das allerdings. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Tja. Ja, schauen wir uns mal die anderen noch an. Süß und salzig. Wie viel Salz waren denn da bei diesem Netz? Hier war kleiner 0,1 Gramm. Okay, hier sind es dann 0,7 Gramm. Pro 100. Ja. Aha. Hier sind es mehr Salz, 0,7%. Wie der Zimt in dem anderen waren auch 0,7%. Ja. Mhm. Nun, dann schauen wir mal. So wie bei dem anderen, der Zimt etwas unterbelichtet war, ist hier der Salzgeschmack, der geht in dem Süß total unter. Wobei, eben hatte ich eins, das war richtig ausgewogen, das war so salzig. Ja, man muss wirklich eins erwischen, was ziemlich, dem man es schon ansieht. Zum Beispiel dieses hier, ich glaube, das ist gut. Das sieht's. Probieren Sie mal den hier. Ne, der war nur süß. Das ist ja, der süß. Der ist nur kandiert gewesen. Na. Ich glaube eher, das sind die ganz hellen. Der hat noch gar nichts gemacht. Der süß noch. Das nächste Mal würge ich ihn wieder raus. Naja. Etwas nachsalzen. Jetzt war tatsächlich also, anders als. Da bin ich doch wirklich mehr der Verfechter. Entweder oder, süß oder sauer. Salzig. Aber dieses süß und salzig. Das ist weder Fisch noch Fleisch. Das kann gut schmecken. Vor allem, wenn man jetzt so Karamell hat mit Salz. Das schmeckt sehr gut teilweise. Da muss aber schon mehr Salz dran. Ja, das Salz fehlt hier leider ein bisschen. Das könnte man auch als süß verkaufen. Das Salzig würde nicht auffallen, ja. Da ist dann halt mal ein Salziges mit reingeflogen. Wie beim Kino. Oder bei McDonald's, wenn man Farmkartoffeln bestellt, da ist auch manchmal eine Fritte mit drin. Manchmal sogar auch umgekehrt. Ja. Tja.
das Resümee. Ich nehme mal an, die 30 Gramm Packung kostet auch dementsprechend. Ich habe den Preis jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ich könnte mal versuchen, ihn herauszufinden und jetzt einzublenden. Sehen Sie es bei Ihrem geistigen Auge, den Preis? Nur den meinen geschätzten Preis für die 30 Gramm. Hätte ich jetzt doch schon locker auf 1 Euro geschätzt. Ja, das denke ich mal schon, ja. Heimatgut Popcorn. €1,49. Ja. Hui, das ist schon ordentlich. Der Kilopreis wäre ja dann, boah, 45 Euro. Uiuiui, das ist ja vergoldetes Popcorn. Bah. Bah, geht weg, ihr Mücken. Das Filmabendset mit 12 Tüten. Mhm. Was kostet das? 16,70 Euro. Ja, mehr als der Film wahrscheinlich. Mehr als der Film. Aber da gibt es unterschiedliche Preise. Also direkt bei Heimatgut kostet die Tüte ab 1,05 Euro. Ah ja. Das heißt ab. Wieso ab? Möglicherweise kosten die unterschiedlichen Sorten verschieden. Ah. Oder es gibt einen Mengenrabatt. Genau. Bei 8x30 zahlt man pro Tüte 1,05 Euro. Mhm. Und ansonsten kostet dann 1,40 Euro. Oh. Eieiei. Mm. Das ist schon heftig. In meinen Augen. Ja, das ist schon ordentlich. Wollten Sie noch von dem Popcorn? Ich glaube, ich habe alles gegessen. Alles gut. Alles gut. Heimatgut. Wie kann man eigentlich ein 15 Minuten langes Video über Popcorn machen? Ja, indem dass man das Popcorn Korn für Korn sich zwischen die Zähne schiebt. Ach so. Und noch etwas dazu palabert. Mhm. Was ist ein Liquid Error? Ich weiß es nicht. Could not find asset snippets. Zipify Coupon Countdown Theme dot Liquid. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das bedeuten könnte.
Und wer steckt jetzt hinter Heimatgut? Bekannt aus Galileo wuchs die Welt, Stern und Brigitte. Ja, kennen Sie das nicht? Das war ja bei der Vox-Sendung war das ja. Bei welcher Vox-Sendung? Bei der Höhle der Löwen. Ach du grüne Neune. Kennen Sie die Sendung? Deshalb kostet das dann Schweinegeld. Da haben die ja ursprünglich angefangen mit ihren Wir sind Chips. Und die waren dann überall ausverkauft und waren ganz schwer zu bekommen. Tja. Und die sind genauso teuer. Jawohl. Nun ja. Ich würde sagen, jetzt reicht's. Man braucht nicht alles. Jetzt reicht's. Es reicht. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.